Hallöchen, liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute befinden wir uns ja in der Woche nach meinem Urlaub, die relativ gut und auch noch relativ entspannt war. Ich bin da ganz froh drum, dass in der Arbeit im Grunde nicht allzu viel liegen bleibt, sondern man wirklich schöne Urlaubsvertretungen hat, dass man auch eine Woche entschwinden kann und nicht irgendwie erstmal eine Woche nacharbeiten muss. Meinem Fuß geht es heute, sage ich mal, wirklich besser. Ich merke, dass wirklich nur noch so ein bisschen die Zehen das Problem sind, auch so die Bänder in diese Richtung. Aber ich kann wieder relativ normal laufen. Ich habe jetzt auch ein paar Mal wieder Yoga gemacht und habe gemerkt, wie sehr es mir gefehlt hat. Merke aber schon, dass manche Übungen, wo man wirklich sehr vorne lastig auf dem Fuß ist, dass ich da einfach noch ein bisschen aufpassen muss. Aber ich denke, ja, dass es jetzt nicht mehr so lange dauern kann, dass das alles gut wird. Ich danke auch für alle Genesungswünsche, die mich in den letzten Wochen so erreicht haben. Und es ist tatsächlich relativ langwierig, was ich auch echt nervig finde und auch, ja, und auch fand. Aber ja, manche Dinge brauchen einfach Zeit, ne? Und da werde ich hier von links unten beobachtet. Das ist total creepy immer. Normal sitzt sie ja so auf Tischhöhe. Heute kommt sie so von der Seite. Aber ja, was ich, geht ja nicht ohne, ne? Regieanweisung, ohne geht nichts. Ja, die Woche war lesetechnisch, ja, eigentlich relativ gelungen, bis auf eine gefühlte herbe Enttäuschung. Ein Buch, ja, das ich abgebrochen habe. Dafür würde ich dann sagen, waren die anderen drei Bücher wirklich kleine bis große Highlights. Es geht auch so ein bisschen um die fünfte Folge von Game of Thrones, die vorletzte Folge der achten Staffel. Da möchte ich auch noch zwei, drei Dinge dazu sagen. Und ich habe ja einen Film angeguckt, irgendwie gefühlt wahrscheinlich die letzte, die ihn gesehen hat. World War Z auf Netflix. Ja, bin total irritiert, wie der 6 Jahre irgendwie an mir vorbeigehen konnte. Und wahrscheinlich, weil ich nicht immer so der Zombie-Fan bin. Aber naja, so ist das ja manchmal. Ja, und ich denke, ich zeige euch jetzt erst wieder die Bücher, wie ich sie beendet habe. Und danach gehen wir zu den ausführlichen Reviews. Ja, das Abbruchbuch dieser Woche ist Intrige von Robert Harris. Ein Buch, bei dem jemand in der Lesegruppe gesagt hat, es sieht irgendwie erotisch aus, wie Erotik. Ich dachte so, okay, könnte an dem Rot liegen, an dem etwas merkwürdigen Schriftzug drunter. Also ich hätte es nicht mit Erotik in Verbindung gebracht, ich fand es aber ganz lustig und konnte dann auch gar nicht mehr nicht daran denken, sozusagen. Ja, so ist das manchmal. Ja, wurde von mir leider abgebrochen. Warum, weshalb, dazu später mehr. Ihr findet auch alle Infos zu den Büchern unten in der Infobox und auch die Robert Harris Lesegruppe und auch den Leseclub. Guckt da einfach mal vorbei. Dann habe ich von David Michi Buddhismus für Mensch und Tier gelesen. Ein Autor, von dem ich ja die Katzenreihe um den Dalai Lamas Katze sozusagen so geliebt habe. Und da habe ich das neue Buch auch gelesen. Dann habe ich gehört in der Woche das neue Buch von Gabriele Engelmann, Schäfchen, Wolken, Himmel. Gabriele Engelmann war ja meine Märchenfee. Sie hat ja so Jugendmärchenadaptionen geschrieben und wurde dann irgendwann zu meiner Inselfee. Und ja, da habe ich mich sehr auf das neue Buch gefreut. Und dann ein sehr überraschendes ja, Highlight in dieser Woche ist der Blumenladen der Mademoiselle Violetta von Maxime Huerta. Ich hoffe, ja, dass man das so ausspricht. Bin ja nicht so des Französischen mächtig. Ein Buch, das mir vom lieben Roman zugeschickt wurde. Auch sein Instagram-Account findet ihr unten in der Infobox. Schaut da auch mal vorbei. Und dass ich, worauf ich einfach Lust hatte, weil mich da so viel angesprochen hat, dass ich es direkt einfach ja, lesen musste. Aber wir starten mit dem ersten Buch der Woche. Ja, dem Abbruchbuch. Und zwar Intrige von Robert Harris. Ja, wir haben uns ja für 2019 nach 2 Jahren Dan Simmons Robert Harris vorgenommen. Und das ist mein drittes Buch. Nein, mein viertes Buch vom Autor. Irgendwann habe ich schon Enigma von ihm gelesen. Im letzten Jahr haben wir im Leseclub, glaube ich, Pompeii gelesen. In der Lesegruppe jetzt um Robert Harris haben wir dieses Jahr Konklave gelesen. Und jetzt als zweites Buch Intrige. Und ich habe so, so viel Gutes darüber gehört. Und ich bin auch ein Fan von diesen geschichtlichen Büchern, die dann so ein bisschen Fiktion mit dazu haben oder wo man nicht ganz weiß, was so richtig passiert ist. Und das mochte ich ja bei Dan Simmons. Das mochte ich auch bei den anderen Büchern von Robert Harris. Und ich habe mich mega auf Intrige gefreut und hatte dann auch richtig Lust, es zu lesen. Und dann
kam irgendwann der Absturz. Ja, das Buch beginnt 1800 und ein paar 90, ich glaube 4 oder 95. Es geht um die Dreyfus-Affäre, die mir vorher überhaupt nicht viel gesagt hat. Ich war da geschichtlich jetzt nicht ganz so up-to-date und drin im Thema. Und es geht eben um Alfred Dreyfus, der als Spion beschuldigt wird und wegen Verrat zu lebenslanger Haft verurteilt wird, auch verbannt wird. Doch Kommissar oder der Geheimdienstchef Picard, ich hoffe, man spricht ihn auch so aus, hat so ein bisschen Zweifel an diesem ganzen Fall und rollt diesen dann auch einfach neu auf und entdeckt dabei sehr viele Irrungen, Wirrungen, auch Intrigen um diese Affäre und die irgendwie ja doch ganz Europa erschüttert hat. Und dann wird irgendwann der Jäger selbst zum Gejagten und diese Intrigen werden sozusagen losgelassen. Ja, ich habe, 280 Seiten gelesen. Ich glaube, mehr als ein Drittel ist es fast, könnte schon fast die Hälfte sein. Ja, 620. Also noch ein Leseabschnitt und ich hätte im Grunde die Hälfte gehabt. Ich muss ehrlich gestehen, mir haben die ersten zwei Leseabschnitte, also knapp 100, 120 Seiten, sehr gut gefallen. Ich fand, dass der Einstieg sehr schnell war. Man war irgendwie im Thema drin. Man erfährt unglaublich viel, vielleicht sogar schon zu viel, was man auch so erstmal ein bisschen verarbeiten muss, was in einem, ja, sich auch irgendwie setzen muss. Und das fand ich aber sehr spannend, sehr interessant. Es ist kein Buch, wo ich finde, dass man es einfach wegliest, sondern man muss dem schon so ein bisschen Raum geben. Ich habe kein großes Vorwissen zu dieser Affäre, zu dieser Geschichte, was es damit auf sich hat, was es mit diesem Judenhass auf sich hat, überhaupt mit dieser Fremdenfeindlichkeit, die da so eine Rolle spielt. Mir war das überhaupt keine Begrifflichkeit. Ich habe es danach dann mal gegoogelt und ein bisschen gelesen. Und wobei ich ja nicht google, ich benutze ja Ecosia und pflanze Bäume, nur so by the way. Aber ja, ich habe mich dann versucht, einfach danach ein bisschen schlauer zu machen. Ich persönlich bekam aber überhaupt keinen Bezug zu den Menschen hin. Auch nicht zu der Zeit, auch nicht zu den Taten. Ich konnte die Menschen irgendwie nicht so richtig gefühlsmäßig auseinanderhalten. Ich fand das alles zu schnell, zu oberflächlich. Ich weiß nicht, ich kam nicht so richtig dann mehr rein. Es waren mir auch einfach zu viele Infos, denke ich einfach. Ich fühlte mich eben auch nicht so richtig verbunden zu den Charakteren oder auch nicht zu der Geschichte. Und ja, ich habe irgendwie keinen Bezug dazu bekommen. Natürlich spürt man die ein oder andere Parallele zur jetzigen Zeit oder auch, was dann im Grunde vielleicht 40 Jahre später irgendwie noch in Europa eine Rolle spielte. Man spürt schon, dass da so irgendwie was, ja, unter dem Feuer im Grunde lodert. Aber es wird auch nicht so richtig was ausgesprochen. Also ich habe mir sehr schwer getan mit der Geschichte. Und ich fand auch wirklich, so ab 120, ich fand es relativ langweilig. Es hat sich irgendwie immer wiederholt, was so die Geschichte von den einzelnen Charakteren irgendwie anging. Da werden irgendwelche Akten hin und her gegeben, Geheimnisse besprochen oder eben auch nicht. Und man hat dann irgendwie mittels Männer oder Frauen und das war mir irgendwann zu viel Spionage und es war irgendwie nicht meins. Also ich will es gar nicht so richtig schlecht reden, weil ich finde schon, dass Robert Harris irgendwie einen sehr interessanten Stil hat, aber er konnte mich mit der Schnelligkeit irgendwie nicht so richtig packen in diesem Buch. Und ich finde es ja schade, weil ich natürlich schon sagen muss, ich möchte ja mehr von Robert Harris lesen. Das ist halt schon immer so ein bisschen ärgerlich, wenn halt dann so ein Buch dabei ist, wo man denkt, also wenn man halt schon mal von einem Autor ein Buch abgebrochen hat, ist halt ein nochmal hingreifen immer sehr schwierig. Aber bei Dan Simmons war es ja auch so, dass immer alle ungeraten Bücher gefühlt schlecht waren, die ich abgebrochen habe. Also, alle geraten Bücher, genau. Das erste Buch war toll, das dritte war toll, das fünfte war toll. Und so rum war es, also alle geraten Bücher. Aber ja, ich möchte auch gar nicht über ein schlechtes Buch, was man abbricht irgendwie, da kann man auch nicht so viel erzählen. Meins war es halt leider irgendwie nicht. Mich hat es irgendwie nicht erreicht, mich hat es nicht angesprochen. Und es wird dann jetzt demnächst auch ausziehen und weiter wandern. Und im Regal wird es nicht bleiben. Schade, aber manchmal lässt sich es halt dann auch nicht ändern. Ja, parallel zur Intrige habe ich schon das neue Buch von David Michi als E-Book gelesen. Und zwar Buddhismus für Mensch und Tier. Das wollte ich eigentlich schon im Achtsamkeitsmonat April lesen, aber irgendwie bin ich dann doch nicht so richtig dazu gekommen. Ich mochte die Buchreihe des Autors Die Katze des Dalai Lama. Das ist eine Trilogie bisher.
Und es ist, glaube ich, für den Herbst geplant, dass noch ein vierter Band kommt. Ich weiß nicht, ob es dann so eine weiterführende Geschichte ist oder wie auch immer die dann einzuordnen ist, aber auf die freue ich mich schon sehr. Und die Reihe fand ich wirklich richtig, richtig schön. Man merkt, dass David Michie absolut im Thema Buddhismus drin ist, dass er sehr viel von dieser Philosophie hält. Und da bin ich ihm nicht ganz unähnlich. Auch ich kann sehr viel mit dieser Philosophie anfangen. Das ist eine, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann, mit wo ich sehr viele Wege finde, die mir gut tun, die ich nachvollziehen kann, die ich auch irgendwie verstehen kann, greifen kann und wo ich auch sage, okay, irgendwie ist da etwas in der Welt, was für mich einfach so in diese Philosophie passt. Ich sage ganz bewusst Philosophie und nicht Religion, weil das ist das für mich eben auch einfach nicht. Und ja, für mich ist das eben einfach so eine Lebensphilosophie. Und ja, das merkt man bei David Michie eben auch an. Das Buch ist jetzt keine klassische Geschichte oder Erzählung, sondern wir haben hier eben ein Sachbuch über den Buddhismus. Und es geht eben auch darum, wie der Mensch mit seinen Tieren diesen Buddhismus im Grunde ja leben kann. Das Buch beginnt mit drei Zitaten von Einstein, den Dalai Lama und auch Franziskus von Assisi. Und da geht es ums Tierwohl und die haben mir schon direkt sehr, sehr gut gefallen. Und David Michie stellt sich eben so ein paar Fragen zum Thema, haben Tiere ein Bewusstsein, haben sie eine Seele, was passiert nach dem Tod mit ihnen? Wie wichtig sind diese Fragen dann im Grunde auch, um, wenn man sich Gedanken um das Tierwohl macht und auch um Tiere und um Lebewesen zu verstehen? Und er hat im Grunde die Geschichte auch damit angefangen, dass er sich eben irgendwann bei seinen Tieren, ich glaube es war bei der Katze, gefragt hat, was nach dem Tod mit ihr passiert. Und er hat es irgendwie nicht einsehen wollen, dass diese christliche Antwort wirklich eine endgültige Antwort ist. Das ist ja bei Tieren, wird ja in der christlichen Religion anders betrachtet, als wenn Menschen sterben. Und er wollte sich damit nicht so richtig zufrieden geben und er wollte sich das auch nicht vorstellen und er konnte es sich auch nicht vorstellen. Und so hat er eben ein bisschen geforscht und hat eben überlegt, was passiert mit Tieren? Haben die eine Seele? Können die achtsam sein? Können die buddhistisch sein? Können sie eine Erleuchtung finden? Wie werden sie wiedergeboren? Können wir Menschen vielleicht auch als Tiere wiedergeboren werden? Und all diese Fragen beschäftigen ihn in diesem Buch. Und ich muss ehrlich sagen, es war ein absolutes Highlight für mich. Nicht nur, dass ich mich sehr oft gedanklich wiedergefunden habe in diesem Buch, dass ich meine eigenen Gedanken ausgesprochen gelesen habe und sehr oft einfach nickend dastand. Es war einfach faszinierend zu sehen, dass da eben noch ein anderer ist, der ja einfach Dinge ähnlich sieht wie man selbst. ich kann es irgendwie nicht anders in Worte fassen. Ich fand es einfach faszinierend, wie er das eben mit diesem kostbarsten Gut zum Beispiel auch erzählt hat, was ja die Zeit ist, das Hier und Jetzt und das Tiere gefühlt ja eigentlich immer im Hier und Jetzt sind. Und ich fand diese Parallelen, die er geschaffen hat, einfach mega interessant und einfach nur, also ich habe wirklich sehr oft genickt, ich habe sehr oft gedacht, es gibt irgendwie Antworten auf meine Gedanken. Und was ich einfach so besonders fand, waren auch die Denkansätze und Denkanstöße, die er eben auch einfach Tierbesitzern mitgegeben hat. Und ja, es geht in der Geschichte oder in dem Sachbuch vornehmlich um unsere Haustiere. Er spricht eben auch sehr viel über seine eigenen Hunde und Katzen und die ihm eben so begleiten im Leben. Und es geht zum Beispiel auch einfach darum, dass man achtsam mit seinen Tieren spielt. Also, dass man wirklich, wenn man mit seiner Katze zum Beispiel hinsetzt und spielt, wenn man mit ihnen schmust, wenn man sie streichelt, wenn man sie füttert, dass man das achtsam macht, dass man jetzt im Moment hier ist, dass man auch so gedanklich jetzt beim Spielen ist, beim Füttern ist, beim Streicheln ist und dass da eben einfach beide voneinander davon etwas haben. Bemeckert zum Beispiel, dass er viele Gassi-Geher sieht, die halt das Handy in der Hand haben und der Hund, ja, der ist halt so das notwendige Übel, der muss jetzt Gassi gehen. Und auch das beobachte ich sehr viel, wo ich mich so frage, Mensch, also ja, wenn man vielleicht irgendwie noch die Ohrstöpsel im Ohr hat oder ein Hörbuch hört, dann denke ich noch so, ja, okay, aber so dieses wirklich so durch die Welt laufen, das ist immer was ich nicht verstehen kann. Und warum kann man diese halbe Stunde, die man vielleicht morgens mit dem Hund geht oder abends, bevor es dann abends irgendwie ins Bett geht, nicht wirklich mit Aufmerksamkeit und Achtsamkeit begegnen. Und dass man immer nach Ablenkung sucht als Mensch und dass man sich halt auch einfach ein Beispiel an den Tieren nehmen könnte und sollte.
Es ging auch so ein bisschen darum, uns Übungen zu zeigen, wie wir im Grunde mit unseren Tieren noch einsam, einfach achtsam sein kann und sich Zeit nehmen kann. Also eine Übung zum Beispiel ist, dass man sich jetzt einfach Zeit nimmt, wenn sein Tier, wenn das eigene Tier gerade munter und wach ist, und dass man sich einfach selbst entspannt, sie vielleicht auf den Boden legt, tief atmet, den Geist irgendwie frei macht und ja, ob man dann einfach gedanklich oder auch gerne ausgesprochen das Tier fragt, ob er jetzt einfach ein paar schöne Momente mit einem teilen möchte. Und dass man das nicht nur verbal macht, sondern sich auch wirklich innerlich ein Bild vorstellt, dieses Bild erzeugt von diesem, wir nehmen uns jetzt gemeinsam Zeit. Und dass man auf Antwort wartet, das fand ich mega spannend. Und dass man einfach offen bleibt und das auch regelmäßig wiederholt. Und dass es durchaus sehr viel mit einem macht und auch mit den Tieren. Und ich habe mich da sehr wiedererkannt. Nicht, dass ich tatsächlich schon mal verbal meine Katzen gefragt hätte, kommt, wir nehmen uns jetzt Zeit. Also ich spreche mit meinen Katzen und habe damit auch kein Problem. Aber ich merke zum Beispiel bei der Meditation, wenn ich wirklich konzentriert da sitze, dass ich mindestens einer meiner Katzen neben mir habe. Und dass ich mich anfangs, und das erzählt David Mitchie zum Beispiel auch, daran gestört habe, dass die da schnurrt. Und ich dachte, ach Mensch, jetzt ist es mit der Ruhe vorbei, jetzt schnurrt die, jetzt konzentriere ich mich auf Schnurren. Aber so nach 2-3 Minuten habe ich mir gedacht, eigentlich ist dieses Schnurren diese perfekte Untermalung zu meiner eigenen Atmung, zu meinen Gedanken hinlenken, zum ruhiger werden, und ich bin tiefenentspannt. Also wenn meine Katzen schnurren, da brauche ich auch nichts anderes. Ne? Da bin ich entspannt, da schlafe ich im Nu ein und ja, da habe ich eine innerliche Ruhe. Und so ähnlich hat es David Mitchie auch erzählt, auch dass er anfangs so genervt davon war und auch einfach davon genervt war, dass die sich an ihn rangeschmiegt hat, denn das hat ihn ja abgelenkt. Und dann hat er halt irgendwann so gedacht, eigentlich ist es totaler Quatsch, es ist das Schönste, was es gibt. Und ich finde das einfach so faszinierend. Und er erzählt eben so viele Beispiele und auch von anderen Menschen, wo ich so denke, daran, da erkenne ich mich selbst auch wieder. Und wie ruhig einfach Katzen in meinem Fall werden, wenn man Entspannungsmusik hat, wenn man selbst einfach entspannt ist. Wenn ich Yoga mache, da hupfen bei mir alle Katzen mit rum, setzen sich mit hin, beobachten mich und man denkt sich so, man kommt sich total beobachtet vor. Aber das ist so eine Entspannung. Und dann merken die Tiere, man ist entspannt und ruhig und hat einen freien Geist, und dann haben sie das auch. Und ich fand es faszinierend, dass David Mitchie da Dinge beschrieben hat, die ich fühlte, wusste und irgendwie dachte, und er hat sie auf Papier gebracht. Ich fand das großartig. Und ich finde wirklich, dass jeder, der Tiere hat, der auch so diesen buddhistischen Gedanken irgendwo in sich trägt und das mag, dass er einfach mal zu diesem Buch greift und das einfach mal, vielleicht auch diese Übung, einfach mal ausprobiert und guckt, ob das bei seinen eigenen Tieren klappt, wie das klappt, und was es einem geben kann, dass man einfach diese Achtsamkeit mit einem anderen Lebewesen teilt. Und ich glaube, es gibt nichts Zugänglicheres als ein Tier, und ich fand das einfach großartig. Also mir hat dieses Buch sehr viel gegeben an philosophischen, an buddhistischen, an achtsamen, an Tierliebe, an all das, was man irgendwie empfinden kann, und eben auch eine Antwort, dass meine Katzen eben auch irgendwo auf der anderen Seite vielleicht auf mich warten, beziehungsweise bei der Wiedergeburt vielleicht wieder in meinem nächsten Leben auch um mich herum wuseln. Und das ist irgendwie eine schöne Vorstellung. So, ich würde jetzt sagen, auch genug geschwärmt, aber ich denke, wir schwärmen direkt weiter. Und zwar das neue Hörbuch von Gabriela Engelmann ist bei mir eingezogen, Schäfchen, Wolken, Himmel. Und wurde gefühlt jetzt auch dann direkt von mir gehört. Ich bin ein großer Fan der Bücher von Gabriela Engelmann. Ich habe bis auf 1-2 von ihr wirklich immer geliebt, absolut weggesuchtet. Und ich finde auch Gabriela Engelmann eine super sympathische Frau. Habe sie schon 2-3 Mal auf Buchmessen getroffen und habe immer wieder gerne mit ihr gequatscht. Wir haben hier ein Hörbuch von 8,5 Stunden. Und die Sprecherin ist Eva Gosdziewicz. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Und das ist das zweite Buch, was von Gabriela Engelmann auf Föhr spielt. Das erste war Sommerwind, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und wir sind, wie schon gesagt, auf Föhr, in dem Ort Wyk,
ich hoffe, man spricht diesen auch so aus, W-Y-K, Wyk, Wyk. Minerva, nur kurzformig Mini genannt, fliegt für Recherchen für ihr Reiseformat auf die Insel und die sie eben als Kind so geliebt hat. Ja, sie hat da viele Sommer und Zeit verbracht, denn ihre Großmutter hat dort ein Haus gehabt und sie hat das immer abgöttisch geliebt, dort zu sein. Ihre Chefin Evangeline ist ganz schön zickig, wie man sich da so klassischerweise vorstellt, hat auch so ihre Vorstellungen, was sie alles so sehen möchte, was sie an Interviews haben möchte. Doch Minnie ist sich relativ sicher, dass das eine andere Art von Reportage werden soll. Denn es gibt die Rettet für Initiative und auch zu dieser Gruppe will sie so ein bisschen Bezug nehmen und Kontakt aufnehmen und was ich auch mega cool und interessant und nachvollziehbar fand. Ja, Minnie trifft dort auf alte Bekannte, auf neue Freunde und rettet sogar ein Lämmchen, was man ja auch auf dem Cover sieht, vor einem Greifenangriff, obwohl sie selbst seit dem Film Die Vögel von Alfred Hitchcock große Angst vor Vögeln hat. Und sie fühlt sich immer wohler auf der Insel ihrer Oma und erzählt uns so ein bisschen von ihrem Leben, ihrer Ex-Beziehung und auch was so in der Familie so ein bisschen vor sich passiert ist und warum es jetzt das Haus im Grunde nicht mehr im Familienbesitz ist. Wir haben hier eine Lebensgeschichte, die mal ganz eigene und andere Wege geht. Und da, wo auch eine Liebesgeschichte nicht so im Vordergrund steht, sondern wirklich Minnie als eigenständige Frau, als erwachsene Frau mit einer Vergangenheit, mit Familienproblemen, einer Familiengeschichte, die gelöst werden soll, mit Themen, die ich mega wichtig finde, egal ob es der Umweltschutz ist, nachhaltig reisen, ob es eben die Nordseeinseln sind, die ja irgendwie vor diesem Tourismus zwar leben, aber der natürlich auch irgendwas kaputt macht. Das sind alles spannende Themen, die Gabriela Engelmann hier aufgenommen hat und die hat mich wirklich absolut überzeugt. Es ist eine tolle Geschichte, sie hat ein grandioses Insel-Feeling und es ist auch so intelligent geschrieben. Ich mag die Charaktere, die sind irgendwie belesen und wissen irgendwie, wie die Welt funktioniert, aber dennoch sind sie sich nicht immer absolut sicher, wie man das eben im echten Leben auch so ist. Und man hat eben hier auch wirklich ganz wunderbare Nebencharaktere. Ich habe selten die Nebencharaktere so geliebt in Büchern von Gabriela wie in diesem Buch. Ganz egal, ob es die Freundin ist, ob es der Förster ist, ob es die Inselbewohner sind, ob es das Lämmchen ist, insofern das Nebencharakter ist und auch Minnie selbst. Ich habe die Charaktere absolut ins Herz geschlossen. Ich habe diese Insel bildhaft und lebendig vor Augen. Ich habe förmlich das Salzwasser gerochen. Das ist einfach großartig geschrieben. Wir haben wirklich eine Wahnsinns-Landschaftsbeschreibung. Es läuft wirklich ein Film ab. Ich habe dann auch einfach mal so nach Föhr im Internet gesucht, mir so ein paar Bilder angeguckt und ich habe mich da direkt heimisch gefühlt, allein durch die wunderbaren Beschreibungen von Gabriela Engelmann. Zudem mochte ich die Ich-Perspektive super gerne, wie sie geschrieben wurde, denn ich finde, man ist so ganz nah an Minnie dran, auch an den Nebencharakteren, man bekommt Telefongespräche mit, Gedanken mit und das fand ich einfach wunderbar erzählt. Eine ganz, ganz tolle Geschichte, ein wunderbarer Insel-Wohlfühlroman, der einen einfach wegtreiben lässt, der einen entspannt, der einen mitreißt, der spannend ist, der aber auch einfach so dazu einlädt, die Augen zu schließen und sich einfach auf diese Insel zu träumen. Und das hat für mich Gabriela Engelmann absolut geschafft. Es sind 8,5 Stunden Genuss, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich finde manchmal so ein bisschen bei Gabriela Engelmann, dass zu viel Zufälle einfach passieren. Das ist mir, glaube ich, bei den letzten zwei Büchern auch schon so ein bisschen aufgefallen, dass einfach zu viele Dinge zur gleichen Zeit geschehen und sich viele Dinge, die vorher seitenweise irgendwie ein Problem waren oder eine Herausforderung, dann irgendwie ergeben und lösen. Und ich finde das ein bisschen schade. Das muss ich ehrlich sagen, dass es eben so keine logische Konsequenz irgendwie gibt oder das so gefühlt, oh, jetzt habe ich es mal ausgesprochen, jetzt passiert mir nur noch Gutes. Das ist manchmal so ein bisschen, aber es ist natürlich auch einfach so diese Inselmagie und dass eben im Leben, wenn man dran glaubt, dass eben auch Dinge einfach klappen können und dass eben Gedanken ja im Grunde auch unsere Taten steuern und was man denkt, wird dann eben auch irgendwann zu einem Wort und wird irgendwann zu einer Tat. Und ich mag diese Gedankengänge einfach gerne, deswegen nehme ich das Gabriela Engelmann noch überhaupt nicht übel. Ich würde mir halt, also insofern nicht, es ist ja kein Wunschkonzert, ich mag es halt selbst so ein bisschen mehr, wenn es ein bisschen realistischer einfach ist. Aber es hat hier jetzt nichts Magisches zu tun oder Mysteriöses, sondern es sind einfach so die Zufälle, die mir an mancher Stelle einfach zu viel sind. Aber ich fand es großartig. Ich habe mich unglaublich gut unterhalten gefühlt und man spürt einfach so die Sprache von Gabriela Engelmann. Ich fand auch, die Sprecherin hat einen tollen Job gemacht und
Ja, mir hat die Geschichte um das Lämmchen sehr viel Spaß gemacht und ach ja, mein Tierherz hat da auf jeden Fall auch ein bisschen höher geschlagen. Ja, und nach den zwei Highlights jetzt schon eben, kommen wir im Grunde auch zum dritten Highlight der Woche. Und zwar der Blumenladen der Mademoiselle Violetta von Maxime Huerta. Ein Autor, der mir bis dato noch nichts gesagt hat. Ich glaube, ist es sein Debüt? Ich weiß es gar nicht. Er selbst ist ja... es ist sein bisher erfolgreichstes Buch und das war monatelang an der Spitze der spanischen Bestsellerliste und es könnte aber vielleicht sein erstes deutsches Buch gewesen sein, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, habe ich mich tatsächlich noch nicht mit beschäftigt. Das Buch habe ich von Roman bekommen, seinen Instagram-Account packe ich euch mal unten in die Infobox, er hat davon sehr, sehr geschwärmt und hat mir das letztens in so einem Austauschpaket, was wir uns immer mal hin und her schickten, hat er mir das Buch im Grunde mitgeschickt, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und wenn man natürlich Gutes über ein Buch hört, dann freut man sich natürlich doppelt darüber, es zu lesen. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall dieses schöne Cover ansprechen, das mir unglaublich gut gefällt. Überhaupt diese ganze Aufmachung, dieses echte Papier. Also ja, mir ist klar, Buchcover sind immer Papier. Also es fühlt sich einfach haptisch mega an und auch optisch fand ich es so schön. Und mir war am Wochenende einfach danach und ich habe es dann auch für Samstag und Sonntag weggesuchtet. Es geht in dem Buch, wie unschwer zu erkennen ist, um einen kleinen, zauberhaften Blumenladen in Saint-Germain. Also wir sind im Grunde in Paris. Und der Blumenladen heißt übersetzt der fehlende Stern. Erwartet jetzt nicht, dass ich das in Französisch ausspreche, weil da bin ich raus. Es ist der Lieblingsort von Mercedes und Tilde. Das sind zwei Spanierinnen, die seit um die 40 Jahre bereits in Paris leben. Mercedes wurde auf ihrer Hochzeitsreise von ihrem Mann betrogen. Ich glaube mit irgendeiner Hotelangestellten. Und er hat sie dann verlassen und sie hat es dann eben nach Paris verschlagen. Und Tilde hat nie so den richtigen Mann fürs Leben gefunden und ist manchmal auch recht einsam, wenn auch doch die meiste Zeit relativ zufrieden mit ihrem Leben. Beide treffen in dem Blumenladen natürlich auch den Besitzer Dominique, der auch so ein bisschen einsam ist und auch etwas vergesslich, ein bisschen schrullig ist und der eine sehr spannende Anzeige ins Schaufenster stellt, als er eine Aushilfe sucht. Am liebsten wäre ihm eine Angestellte, die mit Vornamen einen Blumennamen trägt. Was ich großartig finde. Ja, die junge Violetta meldet sich auf diese Anzeige und sie ist so ein bisschen auf der Flucht vor der Liebe, beziehungsweise ja, so auch dem Leben und kommt in das Leben der Dreien und fegt wie ein Sturm durch das Leben, durch den Laden und wirbelt im Grunde alle drei so ein bisschen auf. Ja, wir haben hier verschiedenste Charaktere, die unglaublich echt sind. Also man hat wirklich das Gefühl, diesen Blumenladen gibt es, man riecht die Blumen, man sieht sie vor sich, man riecht die Pfingstrosen, man ist mittendrin, das ist wahnsinnig toll beschrieben. Der Schreibstil ist poetisch, richtig zeitnehmend, bildhaft und einfach lebendig. Und ich krieg keine anderen Wörter dafür hin. Ich fand den Schreibstil wirklich großartig. Er ist für mich absolut gelungen, er ist flüssig und man hat so ein warmes Gefühl beim Lesen. Und das fand ich einfach super, super schön. Der Roman selbst ist eben auch poetisch. Das werden jetzt manche vielleicht nicht so mögen. Mir persönlich hat es überraschenderweise sehr, sehr gut gefallen. Und es ist auch romantisch, ohne zu kitschig zu sein. Bei mir ist die Grenze ja sehr schmal. Ich habe das Lesen sehr, sehr genießen können. Ich war entspannt, ich habe mich reinfallen lassen, ich war so mitten dabei, ich habe das wirklich vor mir gesehen, ich habe die Charaktere kennengelernt, die hatten Tiefgang, die hatten so eine gewisse Echtheit und Ehrlichkeit, sie hatten so ihre Eigenarten, die an mancher Stelle schrullig sind, aber wunderbar ausgearbeitet wurden und sie fühlten sich einfach so echt an. Zudem waren sie auch einfach warmherzige Charaktere, die man so ins Herz schließt und die man eben auch einfach lieben muss. Es gibt sehr viele kleine Weisheiten in diesem Buch, auch sehr schöne Zitate, die jetzt allerdings auf dem anderen Zettel stehen, wie es ja manchmal so ist. Es ist einfach eine wunderbare Geschichte über vier Menschen, die irgendwie was miteinander zu tun haben. Dazu eben so ein Blumenladen, die Liebe dazu und auch die Liebe zum Leben. Und das ist einfach eine ganz, ganz tollige Geschichte und einfach so wunderbar erzählt. Allein dieser wirklich poetische Schreibstil, der einem zeigt, wie das Leben auch einfach sein könnte. Denn wenn wir mal ehrlich sind,
leben wir in unserem eigenen Leben ja sehr oft in so einem Käfig und haben aber doch manchmal so einen Freiheitsdrang. Und man merkt, dass hier alles so im Gleichgewicht ist und dass eben auch ein bisschen Poesie und Kitsch einfach so zum Leben dazugehört. Und das hat für mich die Geschichte einfach zu etwas sehr Besonderem gemacht. Was mir so als Kleinigkeit nicht ganz gefallen hat, war so ein bisschen das Mystische, was hier drin auftauchte. Das hätte es für mich überhaupt nicht gebraucht. Ich fand es auch ein bisschen merkwürdig. Das hat es jetzt sozusagen nur zu einem kleinen Highlight anstelle zu einem großen Highlight gemacht. Aber es ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Für mich wäre es einfach nicht notwendig gewesen, beziehungsweise habe ich mich auch gefragt, warum. Aber es ist alles in allem wirklich eine ganz, ganz tolle Lebensgeschichte in Paris über vier Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber trotzdem einfach so einen gemeinsamen Weg haben und ganz viel des Weges miteinander gehen. Und ich fand es einfach toll. Also total überraschend, wenig Erwartung, gar nicht groß irgendwie damit beschäftigt und dann diesen Buchschatz im Grunde gelesen. Und ich fand ihn wirklich toll. Also großes Bücherkino, hat mir wirklich mega gut gefallen. Auch mega gut gefallen hat mir ein Film, den ich auf Netflix angesehen habe an einem verregneten Nachmittag. Und zwar World War Z auf Netflix. Das ist ein Film aus 2013 mit Brad Pitt und ist eine Buchverfilmung von Operation Zombie. Oder Zombie wahrscheinlich dann. Und ich weiß, dass es diesen Film irgendwie gab und ich weiß, dass ich, glaube ich, auch mal ins Kino wollte. Und irgendwie war der Film dann nicht mehr im Kino und dann weiß ich auch nicht so richtig. Und dann habe ich den Film irgendwie nie gesehen. Und dann war mir aber irgendwie nach so ein bisschen Postapokalypse, nach ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Es hat draußen geregnet und war kalt und doof und wie es manchmal so ist. Und dann habe ich den Film angeschalten und war nach 10 Minuten sehr angetan. Zum einen natürlich so von der Story, dass da eben irgendwie ein Virus ist, der die Menschen zu sowas wie Zombies macht, beziehungsweise eigentlich sind sie ja nicht so richtig tot oder man weiß es nicht. Und wie schnell sich das alles überträgt, dass wir hier eine Familie begleiten, rum und den Charakter von Brad Pitt mit zwei Kindern. Und dann eben einfach so auf der Flucht sind, versuchen, dass sie eben irgendwie dem nicht ausgeliefert werden, der seine Familie beschützen will, der auch, glaube ich, bei der UNO oder bei der UN irgendwo gearbeitet hat und ja, im Grunde auf der Suche ist, zusammen mit verschiedenen anderen Charakteren da irgendwie ein Gegenmittel zu finden. Und ja, es ist natürlich ein bisschen heroisch und es ist ein bisschen sehr amerikanisch und es ist sehr einzelgängerisch und ein Mann allein gegen den Virus. Aber ich meine, dieser Mann ist Brad Pitt. Also, ne, natürlich schafft er das. Also nimmt man ihm das irgendwie ab, dass er in dieser Rolle passt. Und ich fand ihn echt großartig. Ich fand den Film Bombe, ich fand die Story toll. Es hatte so ein paar überraschende Wendungen und auch Momente, die man eben nicht so 0815 aus anderen Geschichten dieser Endzeit irgendwie so kennt. Mir hat die Geschichte sehr gut gefallen, mir hat die Inszenierung gefallen, mir hat das ganze Setting gefallen und mir hat tatsächlich Brad Pitt gefallen. Ich frage mich immer noch, warum dieser Mann eigentlich noch nicht für sein Schauspiel einen Oscar hat. Was läuft da eigentlich falsch, dass jemand wie Brad Pitt noch keinen Oscar bekommen hat? Von mir hätte er absolut schon einen bekommen. Es gibt so viele Filme, wo ich ihn feiere. Und natürlich ist das so ein Film, wo man sagt, okay, der wird natürlich von der Academy wahrscheinlich nicht so wahrgenommen, weil da geht es schließlich um Zombies. Aber wenn einer wie Brad Pitt versucht, die Welt zu retten, warum sollte man ihm dafür keinen Oscar geben? Tolle Geschichte, ich glaube so ein 2-Stunden-Film und wenn es draußen regnet und ihr mal irgendwie Lust habt auf so einen Endzeit-Film, schaut euch den an. Die Zombies sind auch eher so nebensächlich und nicht ganz so drastisch da wie zum Beispiel bei The Walking Dead. War für mich absolut in Ordnung, also es war nicht zu brutal und für mich absolut okay. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Und dann ging es ja in dieser Woche, also ich hinke ja so, also eigentlich wäre ja jetzt erst Folge 4 zur Besprechung dran, aber ich habe natürlich schon Folge 5 von Game of Thrones gesehen. Es gibt keine Spoilerwarnung, weil ich werde nicht spoilern. Ich möchte euch natürlich immer nur so meine Gefühlseindrücke so ein bisschen dalassen. Und es ist die vorletzte Folge und es ist total merkwürdig und es fühlt sich auch innerlich total merkwürdig an, dass es jetzt nur noch eine Folge gibt. Uns trennt nur noch eine Folge vom Ende und das ist irgend so was Absurdes, Surreales, was ich irgendwie noch gar nicht glauben kann. Ja, Folge 5. Eine für mich sehr gemischte Folge, die mich sehr
ausgespuckt zurückgelassen hat. Also mich hat diese Folge sehr mitgenommen, was einfach mit den an den Handlungen liegt, an wie diese gezeigt werden. Ich saß über eine Stunde gefühlt sprachlos davor und war danach noch fassungsloser. Ich war erschüttert von den gezeigten Bildern, nicht unbedingt von den Entwicklungen, aber eben einfach, wie es uns präsentiert wurde. Es gibt natürlich wieder den ein oder anderen Logikfehler, auch irgendwie so ein Logikloch. Man fragt sich, Mensch, warum hat da nicht mal einer das Drehbuch geguckt, der Harry Potter, nein, der Game of Thrones wirklich liebt? Warum wurden keine Fans befragt, ob alles irgendwie logisch ist? Also das ist schon so manchmal, wo ich denke, wollte man einfach nicht, konnte man nicht oder war es einem egal? Das weiß man natürlich letzten Endes nicht, dazu müsste man die Leute fragen, die Drehbücher schreiben. Wenn man dann aber so bei die Behind the Scenes zum Beispiel sieht, kann man sie auf YouTube anschauen, dass dann manchmal gesagt wird, ach, das haben wir irgendwie vergessen. Und ich denke mir so, oh, Leute, also bitte, na, ihr seid seit der ersten Staffel dabei, wie könnt ihr das vergessen? Oder habt, also manchmal ist es sehr merkwürdig, was wie ausgelegt wird, an was nicht mehr gedacht wird. Ich habe nachher ja noch eine größere Befürchtung als zuvor, dass viele meiner Fragen nicht beantwortet werden. Und das finde ich unglaublich schade. Überhaupt, dass alles, was man in den letzten Jahren sich zusammengereimt hat, Fragen, die man versucht hat, für sich mit anderen zu klären. Man hat Theorien im Kopf gesponnen, man hat Prophezeiungen interpretiert, man hat Charakterentwicklungen irgendwie versucht nachzuvollziehen, welchen Weg gehen die, warum werden die so, was hat es damit auf sich, was der dreht das Messer in die Richtung, bedeutet das was? Und ja, man kann sagen, man ist dann ein fanatischer Fan, man ist ein Freak, man ist ein Nerd, ich ziehe mir diese Titel gerne an und das hat für mich auch einfach so Game of Thrones ausgemacht, dass man so rum überlegen konnte, dass jeder so seine Meinung hatte, dass man einfach miteinander darüber gesprochen hat, dass man Dinge erklären konnte und der eine hat das herausgesehen, der andere das und dann hat man sein Wissen geteilt. Und ich finde es so schade, dass auf so wenig eigentlich irgendwie Bezug genommen wurde. Und das ist so, glaube ich, das große Manko für mich an dieser letzten Staffel. Ich glaube, ich hätte dann lieber gar kein Ende, als dass es so ist, wie es ist. Und damit will ich gar nicht sagen, dass die 8. Staffel schlecht ist. Finde ich überhaupt nicht. Ich mag die 8. Staffel sehr, sehr, sehr gerne. Ich finde, dass sie erzählerisch und powertechnisch sehr an die ersten Staffeln drankommt. Sie hat nur keine Zeit. Es wirkt sehr viel durchgepeitscht und sehr viel sehr schnell. Und man muss sich viel denken. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ich möchte natürlich Reaktionen in Gesprächen sehen. Ich möchte wissen, was geht hier vor? Welche Intrige wurde gesponnen? Und ich kann verstehen, dass das Leute einfach sehr kritisch sehen. Aber die 5. Folge war für mich auch sehr geil inszeniert. Mir hat die 5. Folge von der Geschichte, den Entwicklungen, den Szenen sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin tatsächlich auch niemand, der so manche Entwicklung kritisch sieht, denn ich habe sie gefühlt einfach kommen sehen. Ich möchte ihr nicht so viel verraten, aber ich fand sie toll. Ich fand sie von der Inszenierung großartig, von manchen Momenten, die mich total, ja, fassungslos tatsächlich da haben sitzen lassen. Ich war am Montagmorgen so fertig mit mir und der Welt. Ich musste erstmal 10 Minuten Zähne putzen und mich irgendwie fertig machen und saß dann da, schminkst du dich? Macht das überhaupt Sinn? Und du hast Haare gewaschen, auch die musst du jetzt föhnen. Ich war total ausgelaugt. Ich habe irgendwie 2 Stunden im Büro noch da gesessen und dachte mir, macht das eigentlich alles Sinn? Ich weiß gar nicht, wie das nächste Woche werden soll. Den ganzen Tag, meine Gedanken haben darum gekreist, nicht über all die Dinge, die passierten, sondern wie sie gezeigt wurden. Und ich habe dann abends die Folge nochmal angeguckt und ich war danach einfach fertig. Mein Körper war ausgelaugt, der Geist war leer und ich saß einfach nur da, Tränen überströmt, fix und fertig und habe gedacht, die Welt geht jetzt unter. Also ich bin dann auch von meinen Eltern gefragt, weil, Mensch, was hast du denn eigentlich und wer ist denn gestorben, dass du so fertig bist? Und Ich saß nur da, nee, eigentlich jetzt so gestorben, naja, Also meine Eltern sind jetzt auch keine Game of Thrones Fans, ne? Also wenn ich ihnen jetzt auch erzähle, wer gestorben ist, ist wie wenn Hans Müller, ne? Also total egal. Und ich saß da, wie wenn die Welt untergegangen wäre. Und ich
musste dann abends mich auch irgendwie so ein bisschen ablenken und runterkommen. Und ich habe dann auch eine geführte Meditation gemacht, dass ich irgendwie wieder zu mir komme. Und dann hat mir tatsächlich eine Sprachnachricht vom lieben Thorsten geholfen, der das alles so schön neutral sieht, ohne so tief sozusagen drin zu sein, der mich einfach so wieder hochgeholt hat und gesagt hat, naja, eigentlich ist ja auch nur eine Serie, ne? Und da dachte ich, ja, er hat eigentlich recht, ne? Wie bescheuert ist man eigentlich? Aber ja, na, wir haben jetzt noch eine Folge. Ich bin mega gespannt, wie sie enden wird, wie mich das montags mitnimmt, wie mich das auch irgendwie... Ja, ich bin sehr gespannt. Ich kann es, glaube ich, gar nicht anders ausdrücken. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm wird, zu schlimm ist, dass ich danach irgendwie arbeiten kann, weil ja, Urlaub ist irgendwie eine blöde Idee. Ja, es trennt uns noch eine Folge vom Ende und dann ist diese Serie einfach vorbei. Und dann können wir uns eigentlich nur noch auf die Bücher freuen und hoffen, dass George R. Martin irgendwann fertig wird, die Bücher zu Ende schreibt und wer weiß, na, also was wir dann einfach bekommen. Und man muss die Serie einfach sehen, es ist eine Serie und die leider ohne die Buchvorlage endet und das hat es wohl auch einfach nicht leichter gemacht. Aber genug geschwafelt. Ja. Ja, ihr könnt mir gerne, wenn ihr wollt, auch spoilerfrei, wenn möglich, irgendwie in die Kommentare was dazu schreiben oder schreibt auch Spoiler hin, macht ein paar Leerschritte und schreibt dann. Dann kann jeder selbst wissen, ob er den Kommentar öffnet oder nicht und ich bin sehr gespannt auf Montag. Also ja, muss ich ganz klar sagen und ja. Ja, ich gab jetzt auch, glaube ich, gar nicht viel mehr zur letzten Woche zu erzählen. Habe auch, glaube ich, genug gequatscht. Ja, ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen, nichts verdrängt. Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Ich muss kurz überlegen. Nein, ich glaube nicht. Nein, ihr guckt einfach in die Infobox. Sollte ich irgendwas vergessen haben, verlinke ich es unten auf jeden Fall. Schaut da gerne vorbei. Neben Game of Thrones schreibt mir noch, was euch diese Woche so ein bisschen lesetechnisch begeistert hat, was ihr gerade vielleicht auch lest oder worauf ihr euch demnächst freut, es zu lesen. So, ja, erzählt mir doch einfach unten in den Kommentaren, was ihr gerade so lest oder was ihr gerade vielleicht ein Highlight, welches euer letztes Highlight war. Würde ich mich sehr über den Austausch freuen und ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen und wenn doch, dann ist es auch nicht so schlimm. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.